Heute folgendermaßen, Jungs. Oh, Leute. Schaut euch das an. Ist das ein Bike? Ist das ein Bike? Sound ist geil. Patrick, ich. Alles andere, Patrick, ich. Ja, dann schauen wir mal, was da so weitergegangen ist. Weil einmal solche Standard-Fußrasten montiert. Jojo Meatboys, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute folgendermaßen, Jungs. Heute geht es jetzt gerade eben zu meinem Homie, dem Patrick, den ich im letzten Video schon erwähnt habe, der eine neue Lowrider ST sich gönnerhaft zugelegt hat. Den holen wir jetzt mal aus der Arbeit, den holen wir jetzt mal auf Arbeit ab, weil der hat es ja letztes Mal, wie ihr es eventuell im Video eben nicht gesehen habt, leider Gottes nicht mehr rechtzeitig aus der Arbeit raus geschafft. Deswegen konnte der seine Sachen letztes Mal nicht abholen, wie ich schon im Vorspann des letzten Videos erwähnt habe, für diejenigen, die es hoffentlich gesehen haben. Und deswegen holen wir den jetzt auf Arbeit ab. Und jo, deswegen holen wir den jetzt mal ab und fahren dann mit ihm zusammen an meinem freien Tag, in die Firma und machen die paar Kleinigkeiten, die wir da bei seinem Bike zu machen haben. Ich glaube, heute ist es mal nur tatsächlich der Sitz, Lapera-Sitz, den wir da bestellt haben, so ein Step-Up Lapera-Kickflip-Sitz. Und neue Griffe und Fußrasten für die Dame auf den Sozius-Rasten-Montageflächen. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, so wird das heute passieren, Leute. Da sehe ich ja. Was sehe ich hier nicht? Sehe ich hier. So, fahren wir da mal. Oh, da sehen wir ja was. Da werden wir gleich mal einen U-Turn einlegen. Oh, Leute, schaut euch das an. Ist das ein Bike? Ist das ein Bike? Ja, da werden wir den Meister gleich begrüßen. Ha? Ja, ja, fahren wir gleich, oder? Los geht's, Leute, schaut euch das Bike mal an. Beim Gänzen ein bisschen warten, weil fahren wir Kakran, Floridsdorf verdrucken und dann weiter raus. Nein, weißt du, bevor wir rechts auf die Donauufer fahren würde, diese Spirale, ja, ja, da fahren wir links weiter Richtung Kakraner Platz. Schauen wir, dass wir beim Ausfahrt. Na klar, ja. Ja. Und dann noch zwei Ausfahrten weiter, dann sind wir es eh. War relativ uneinsichtig da das Ganze. Fehlt auch noch ein bisschen, weil ich meine, das Bike gerade eben erst bekommen. Da wird noch einiges passieren. Abgasanlagentechnisch haben wir da auch Projekt 21 im Kopf, was ich weiß. Projekt 21 wird da auch montiert werden, das ist schon fix, oder? Gleich mal die grüne Ampel versäumt. Grüner wird es nicht mehr, wie wir es gerade hatten. Immer mal nach, bis auf die Tangente, bis
jetzt auf die Autobahn. Dann sehen wir wenigstens das Bike an Seidel. Ja, also da sieht man mal wieder, was ich da eigentlich schon alles gemacht habe. Und das habe ich schon gar nicht mehr gedacht, dass der originale Kennzeichenhalter ja so wie ein Schild in die Höhe steht da hinten. Da ist der Laydown-Variante, die ich mir da gebastelt habe, schon um einiges netter, muss ich sagen. Aber ja, gibt noch weit Schlimmeres. Warum er jetzt nicht vorfällt, verstehe ich nicht ganz. Aber wir haben eigentlich keinen Stress. Also. Die Originalabgasanlagen von Harley Davidson, das ist halt wirklich ein Dauerspiel. Nicht einmal ein bisschen was kommt da raus, wenn man das jetzt da vergleicht mit einer Jekyll & Hyde Anlage. Die hört sich zwar im geschlossenen Zustand ziemlich gleich an, aber das ist ja in dem Fall Absicht, ja, dass die ja dann ganz leise ist im Silent oder im, wie sie es so schön nennen, im Dr. Jekyll Mode. Gut, mit Vance & Heinz oder irgend sowas, was am amerikanischen Markt gängig ist oder bei uns eigentlich gar nicht mal legal ist, kann man das natürlich schon noch weniger vergleichen. Das blärt einen nur mehr an. Ne? Aber ist schon geil. Ein Freund von mir hat so eine Vance & Heinz Short Shots Anlage drauf. Das klingt schon mächtig. Also kann man sagen, was man will. Schade, dass das bei uns nicht drin ist. Ja, Leute, was noch zu sagen gibt vielleicht? Oder was ich euch einfach gerne erzählen würde, damit die Fahrt nicht so eintönig ist. Wir fahren in die Werkstatt, wir schauen uns mal an, was mit der Michi, mein Kollege, mit der Evo so weitergebracht hat. Der ist ja jetzt alleine gewesen die letzten zwei Tage auf dem Motorrad, auf der roten Evo, die wir restaurieren und umbauen. Dann schauen wir mal, ob der Kollege es geschafft hat, beziehungsweise ob meine Vorarbeit gut war, diesen Air-Intake, also die Ansaugbrücke abzudichten, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Das werden wir uns alles heute noch einmal anschauen, ganz kurz, einfach nur um zu überprüfen, ob das passt hat, weil ich ja eben seit dem letzten Video, das war auch mein letzter Arbeitstag, seitdem habe ich frei. Und ja, die Leute fahren hier echt wie die Verrückten, also das muss man mal sagen, da ist überhaupt nichts und die bremsen auf 40 km/h runter, ne? Also das ist echt lächerlich. Sound ist geil. Ja, und nochmal, seitdem ich echt da dieses dünnere Öl in meinem Primärtrieb, dieses dickere Öl in den Primärtrieb eingefüllt habe, ich bin echt sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Mehrruhe. Er hat uns gesehen, sehr gut. Jetzt mal noch Käffchen für Chefchen. Das ist mein Ritual, wenn ich nämlich in die Firma fahre, ohne dass ich Dienst habe, nehme ich immer ein Käffchen mit für Chefchen. Das ist mein Ritual, weißt du? Wenn ich nicht hackel und in die Firma fahre, dann gibt es immer Käffchen für Schäfchen. Deswegen muss ich da kurz stehen bleiben. Ja,
Nein, das mache ich, weil ich ihn mag. Ja. Ich habe ein cooles Schäfchen, das kann ich euch sagen. Leute. Transportgeschick, Leute. Ready to rumble. Ha? 2 Minuten. Ja. Wow. Naja, so schnell kann man Maschine tauschen. Triumph Tiger! Lowrider S. ST. Okay. Checken, ob man eh gut aussieht im Spiegel, gell? Das ist ganz wichtig für einen Biker. Schau, siehst du da vorne das Backsteingebäude? Das rote? Das Backsteingebäude auf der. Ja, das ist es, ja. Das Zündwerk. Ja. Und es ist überhaupt nicht weit. Ja, sicher. Und es ist überhaupt nicht weit eigentlich, wenn's. Weißt du, im Gegensatz zu St. Pölten, ne? Jojo, Leute, da sind wir jetzt angekommen. Patrick, ich, alles andere. Patrick, ich, alles andere. Da werden wir jetzt mal schauen, dass wir demnächst den Sitz aussetzen, wenn er fertig gegafft hat. Und dann melde ich mich nochmal zurück. Ja, dann schauen wir halt mal, was da so weitergegangen ist, was der Michi da so weitergebracht hat auf diesem wunderbaren Fahrzeug. Ja, der Fender ist einmal montiert, würde ich sagen, mit der Lichtanlage. Das habt ihr letztes Mal schon gesehen. Da kann man nochmal zeigen, wie wunderbar der Michi da die Kabel eingefascht hat, was man jetzt natürlich überhaupt nicht mehr sieht. Oh ja, da sieht man es ganz leicht. Seht ihr das? Schwarze Tape. Und wie hast du das gemacht? Mit dem. Kurz erklären. Mit der Dichtmasse vom Motor. Mit der Motordichtmasse und einfach mit dem Gewebebandel. Genau, ja. Na super, das ist ja super. Ja. Das ist ja, auf die Idee muss ich mal kommen, das ist ja schlau. Ja, und dann da, was ich euch letztes Mal noch erklären wollte, die alte Softail-Rahmenbauweise ist mit den unten liegenden Dämpfelementen, die man da relativ schön sehen kann, mit den Federn drinnen. Und dann hier hinten die Aufnahmen, wo ich gerade hinzeige. Das heißt, wenn die
wenn das Fahrzeug eindämpft, also die hintere Schwinge, dann dementsprechend fahren die Federelemente aus oder ein, ist eh ganz logisch zu erklären, da ist die Drehachse. Eigentlich ganz eine logische Geschichte, aber das Bike nimmt wirklich schön langsam Form an. Soweit einmal dazu. Jo, wir sind jetzt in der Werkstatt halbwegs, soweit einmal in Richtung Ende mit Patricks Bike. Wir haben hier hinten jetzt leider keine anderen Fußrasten, aber wenigstens einmal die Aufnahme lagernd gehabt und haben ihm jetzt einmal derweil einmal solche Standard-Fußrasten montiert, damit er mal die Frau auf seinem neuen Sitz mitnehmen kann. Das schaut doch mal mächtigstens geil aus, oder Leute? Lowrider S mit dem Lapera-Sitz, das macht schon was her, muss ich sagen. Also mir gefällt das richtig gut. Und was sagt ihr dazu? Lasst mich das in den Kommentaren wissen, wenn ihr Lust dazu habt. Jo Leute, ich bin gerade abgestiegen, zu Hause angekommen. Wir haben alles geschafft, was wir zu schaffen hatten. Wir hatten die Socius-Fußrasten und den Lapera-Sitz. Ist montiert, schaut mächtig geil aus. Bitte lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ob wir was für euch tun können in dieser Richtung, ihr wisst Bescheid. Kostet euch höchstens ein E-Mail oder einen Anruf. Projekt 31, die Motorradwerkstatt. Leute, ich freue mich über jedes Kommentar. Ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. In diesem Sinne, das nächste Video dreht sich schon voll um den Fackersee, um die European Bike Week. Leute, bleibt dran, es zahlt sich aus. Bis dahin, Milk Boys, stay tuned.